Hier erfahren Sie, wie Sie sich nach unserer Systemumstellung zum ersten Mal wieder beim Online-Banking der Sparda Bank Hannover anmelden. Ab dem 11. Mai 2020 gelten einige Neuerungen für unser Online-Banking und unsere Apps. Ihre Anmeldung im Online-Banking hat sich geändert und Ihre bisherigen Apps sind nicht mehr gültig. Zum Online-Banking gelangen Sie wie bisher auch über den Login-Button oben rechts auf der Seite. Ihre Neuanmeldung erfolgt über Ihre bisherige PIN und einen Alias. Der Alias ist ein Benutzername, den Sie sich für die Neuregistrierung selbst herleiten können. Hinweis: Das gilt nur für Bestandskunden. Neukunden erhalten einen Sparda NetKey. Und so setzen Sie Ihren Alias für die Anmeldung zusammen. Der erste Teil des Alias ist Ihre Kundennummer, mit der Sie sich bisher auch schon im Online-Banking angemeldet haben. Der zweite Teil des Alias ist Ihr Geburtsdatum in Ziffern. Tag, Monat und Jahr müssen Sie durch Punkte trennen, wie in unserem Beispiel. Ihre Online-PIN bleibt gleich. Ihren Alias können Sie übrigens ändern, so oft Sie möchten. Klicken Sie dazu auf Service und dann auf Alias. Schreiben Sie Ihren neuen Alias in das erste Feld, wiederholen Sie das Ganze und klicken Sie dann auf Speichern. Der nächste Login ins Online-Banking erfolgt mit dem neuen Alias und Ihrer PIN. So, das war's auch schon. Den ersten wichtigen Schritt haben Sie geschafft. Informationen zu den verschiedenen TAN-Verfahren finden Sie in einem separaten Video.